Du hast bestimmt schon mal in deinem Zimmer zu deinen Lieblingssongs getanzt und dabei den Subwoofer deiner Lautsprecher bewundert, der dein Trommelfell mit seinem Klang verzaubert. Ja, das haben wir alle schon gemacht. Und hast du dich auch gefragt, warum dein Lautsprecher und auch andere Lautsprecher weltweit fast immer schwarz sind? Du schreist jetzt wahrscheinlich auf, weil du Lautsprecher gesehen hast, die grün, rot oder eine andere Farbe des Regenbogens hatten. Aber erstens sagte ich fast immer. Und zweitens, wenn du dir das prächtige Design deines bunten Lautsprechers mal genau ansiehst, wirst du feststellen, dass der Lautsprecher darunter schwarz ist. Eine plausible Erklärung dafür ist, dass die ursprüngliche Technologie der Lautsprecher eine Membran mit schwarzen Partikeln hatte. Sobald ein Ton verstärkt wird, sendet er eine Ladung durch diese Membran und die schwarzen Partikel werden nach oben getrieben. Und diese Kohlenstoffpartikel, die an der oberen Membran abprallen und sie berühren, sorgen für den Klang des Lautsprechers. Aber die Lautsprecherhersteller wollten nicht, dass ihre Produkte bei längerem Gebrauch Verfärbungen bekamen, weil sich diese schwarzen Partikel eben auf der oberen Membran absetzen. Die logische Schlussfolgerung war also, die Lautsprecher schwarz zu machen. Ein weiterer praktischer Grund, warum Lautsprecher oft schwarz sind, ist die Tatsache, dass Schwarz zu den meisten Einrichtungsgegenständen passt. Wände, Möbel und Kleidung sehen in Kombination mit Schwarz oft sehr gut aus. Deshalb ist die Kombi ja auch so weit verbreitet. Musik hören ist auch in Deutschland unter den Top 10 der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Heute findest du fast überall Soundlautsprecher. Im Fernsehen, in deinem Laptop und in deinem Telefon. Du kannst ihnen gar nicht entkommen. Aber schauen wir uns mal an, wie sie entstanden sind. Ihr Ursprung liegt in der Radio- und Telefontechnik. Der Lautsprecher wurde von Johann Philipp Reis im Jahr 1861 entwickelt. Reis war ein deutscher, autodidaktischer Erfinder und baute den Lautsprecher in sein Telefon ein. Sein erstes Modell konnte gerade so klare Töne wiedergeben. Aber nach einigen Überarbeitungen gab er auch gedämpfte Sprache wieder. Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons, beschloss, eine verbesserte Version des Lautsprechers von Reis zu bauen. Aber eigentlich wollten Bell und andere Erfinder einen elektrodynamischen Lautsprecher entwerfen. 1877 gab es ihn noch nicht, aber viele Erfinder auf der ganzen Welt waren bemüht darum. Die Forschung bestätigte schließlich auch, dass es möglich war, einen solchen zu bauen. Vor allem die Arbeit von Werner von Siemens, der die Idee eines elektromagnetischen spulengetriebenen Lautsprechers hatte, war die treibende Kraft hinter dieser Erkenntnis. Wofür sind denn die Magnete im Lautsprecher, fragst du dich? In jedem Lautsprecher fließt elektrischer Strom. Etwas, das die Erfinder, um die es hier geht, zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben für selbstverständlich gehalten hätten. Und wenn sich dieser elektrische Strom ändert, erzeugt er ein Magnetfeld. Um das Panel des Lautsprechers in Bewegung zu bringen, werden Magnete verwendet, die ein entgegengesetztes Magnetfeld erzeugen, was wiederum Vibrationen erzeugt. Und diese Schwingungen sind der Klang, den wir am Ende hören. Je größer der Magnet ist, desto lauter wird der Lautsprecher. Ein anderer Erfinder namens Thomas Edison aus den USA meldete ein britisches Patent für ein System an, das Druckluft als Verstärkungsmechanismus verwendete. Der erste kommerzielle elektrische Lautsprecher erblickte erst im Jahr 1924 das Licht der Welt. Die Klangqualität dieses Lautsprechers war schon gut genug für Kinofilme. Es dauerte aber noch fast 20 Jahre, bis die nächste bahnbrechende Entwicklung im Bereich Lautsprecher stattfand. Sie kam mit der Einführung des Duplex-Treibers im Jahr 1943. Er bot eine bessere Klarheit und Kohärenz, also Abstimmung bei hohen Lautstärken, was in Kinosälen sehr wichtig war. Passenderweise erhielt er den Spitznamen »Die Stimme des Theaters«. Der Duplex-Lautsprecher wurde sofort von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences getestet und wurde 1955 zum Industriestandard für Kinos. Bis heute kommt dieses Lautsprecherkonzept zum Einsatz. Fakt ist, dass die Filmindustrie viel Aufwand in ihren Sound steckt und das gilt natürlich auch für die Kinos, in denen die Filme gezeigt werden. Dir sind im Kino bestimmt schon die dicken Vorhänge an den Wänden aufgefallen. Das sind schalldichte oder akustische Vorhänge und beide sind viel dicker als die Vorhänge bei dir zu Hause. Sie bestehen entweder aus schweren, dicht gewebten Stoffen oder haben ein hochwertiges Innenfutter. Diese Vorhänge sind dazu da, den Schall zu absorbieren und die akustische Reflexion von der Decke, den Fenstern und den Wänden des Raums zu verringern. Und das führt schließlich zu einem viel besseren Klangergebnis.
Die Teppichböden im Kino sind aus dem gleichen Grund so dick. Sie dämpfen den Schall. Der dicke Teppich ist auch praktisch, weil er den Trittschall während einer Filmvorführung verhindert. Das Prinzip der Schalldämmung kannst du auch selbst testen. Wenn du den Lautsprecher deines Telefons lauter machen willst, dann leg ihn in eine Tasse. Jeder Lautsprecher, der in einem offenen Raum steht oder hängt, projiziert seinen Schall in alle Richtungen. Wenn der Lautsprecher vibriert, um Schallwellen zu erzeugen, wird die gleiche Menge an Energie von vorne und hinten abgegeben. Ist der Lautsprecher aber in einer Art Gehäuse, wird ein Teil der Energie, die von der Rückseite des Lautsprechers kommt, umgeleitet und nach vorne projiziert. Wenn du den Lautsprecher in eine Schale stellst, lenkst du den Schall noch effizienter. Er wandert nur in eine Richtung und wird dadurch lauter, als wenn er aus der Tasse kommt. Apropos Handys und Lautsprecher. Hast du dich schon mal gefragt, warum dein Handy deinen Lautsprecher zum Piepen oder Knacken bringt? Das passiert, wenn beide Geräte zu nahe beieinander sind. Dein Handy versucht dann nämlich, Daten zu senden und zu empfangen. Die Übertragung von Informationen erzeugt elektromagnetische Störungen in der Umgebung des Lautsprechers. Dadurch entsteht ein Rauschen in den Audiosignalen und das hörst du dann als Piepen oder Knacken. Das kannst du aber ganz einfach beheben, indem du dein Handy vom Lautsprecher weglegst oder andersherum ganz nah ranlegst. Damit verhinderst du, was offiziell als elektromagnetische Störung bezeichnet wird. Eine Umfrage in Deutschland hat ergeben, dass im Durchschnitt 71% der Menschen Kopfhörer besitzen. Und man kann sagen, dass 46% von ihnen mehr als 2 Stunden am Tag Musik über Kopfhörer hören. Manche wählen Kopfhörer nach ihrem Aussehen aus, andere nach der Klangqualität. In jedem Fall ist es wichtig, die richtigen zu finden. Viele Leute geben für Kopfhörer sogar mehrere hundert Euro aus. Sie sind zu einem echten Modeaccessoire geworden. Deshalb versuchen bekannte Persönlichkeiten in der Kopfhörerbranche Fuß zu fassen, ähnlich wie in der Modebranche. Die Musikmogule Dr. Dre und Jimmy Iovine hatten die Idee für die inzwischen weltberühmte Kopfhörermarke Beats by Dre. An einem Tag im Jahr 2006 spazierten sie am Pazifik entlang und diskutierten über ein Sneaker-Geschäft, weil sie gerade ein Angebot von einer großen Marke auf dem Tisch hatten. Nach einigen Hin und Hers beschlossen sie, irgendwas zu machen, das sie mehr begeisterte. Und so landeten sie bei Kopfhörern. Aus der Idee des Duos wurde eine Marke, die 2014 von Apple für 3 Milliarden Dollar gekauft wurde. Es war der größte Deal in der Geschichte von Apple. Immerhin kontrollierte Beats by Dre zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 70% des Kopfhörermarktes. Und mit dem Kauf der Marke konnte Apple diesen Markt übernehmen und die Bahn freimachen für ihre mittlerweile beliebten kabellosen AirPods, die 2016 rauskamen. Weißt du, wie die kabellosen Kopfhörer funktionieren? Diese Kopfhörer sind auf interne Batterien angewiesen, um genug Strom zu haben, damit sie kabellos bleiben. Meistens sind wiederaufladbare Batterien eingebaut, aber manchmal können sie auch mit normalen AA- oder AAA-Batterien bestückt werden. Sie empfangen drahtlos übertragene Signale von der gekoppelten Audioquelle, zum Beispiel von deinem Handy oder Laptop. Diese Signale werden von der Quelle kodiert und meist über Funkfrequenzen oder Infrarot übertragen. Der Kopfhörer empfängt das Signal und wandelt es in Audio um. Und schon hast du Musik auf den Ohren.